Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Ich muss mal wieder den Überblick verschaffen. Essen, trinken, haben wir alle. Sehr schön. So, was müssen wir machen? Was wollen wir machen? Ich bin gerade wieder ein paar Tage raus, wie immer. 63, ich muss ja immer noch mal in die Kisten gucken. Show me that. So, bla bla. Zwei im Sinn. Das ist falsch. Das kommt hier mit. Das ist auch falsch. Hier und da. Und Lirum Larum. Die Dose kann da rein. Die brauchen wir erstmal nicht. So, was machen wir? Was wollen wir? Was brauchen wir? Wir brauchen jetzt endlich mal. Jetzt ist mal Schluss mit den Ausreden. Und hier ablenken lassen. Shit. Wir gehen jetzt dahin, wo die Sonne nicht scheint. Und zwar nochmal in die Höhle. Ein allerletztes Mal, bevor wir wirklich erst wieder in die Höhle gehen, wenn wir einen Mining Helmet haben. Und zwar brauchen wir brauchen Gravel. In rauen Mengen noch. Krevel. Wir gehen dahin. Hier, da. Das Loch ist unsers. Damit wir endlich mal unsere Wand fertig kriegen. Und unterwegs können wir schon mal... Machen wir so. So. Gewehr raus. Wo seid ihr, ihr Zombies? Keiner da. Ich höre einen. Naja, sollen sie machen, wa? Leben und tot sein lassen, ist die Devise. Solange sie uns nichts tun, tun wir ihnen auch nichts. Zombies sind ja auch so ein bisschen wie Spinnen. Erstens mal überall. Und zweitens mal, die haben viel mehr Angst vor uns, als wir vor denen. Das muss man sich so langsam einfach mal auch merken. Nach der ganzen Zeit. Die tun ja nichts, die haben nur Hunger. Also die tun schon, aber die wollen eigentlich nur ein bisschen was essen. Joa. Ja, apropos Spinnen sind überall, haben wir ja gerade erzählt, Spinnen sind überall. Wusstet ihr, dass man eigentlich immer, also immer, in einem Umkreis von einem Meter um sich herum eine Spinne hat? Immer. Boah, habe ich mal vor langer, langer Zeit, habe ich das mal gelesen oder gehört, weiß ich gar nicht mehr. Ja, und dachte mir jetzt, wo es mir gerade einfällt, erzähle ich es halt mal. Jo. Beaker. Hatten wir schon einen? Ne, wir hatten noch keinen Beaker, ne? Voll in die Stirn. Hä? Da. Habt ihr doch gehört, mein Freund. Ah, guck mal, hier ist das Loch, wo wir hin wollten. So, hier an... Nee, da den Gravel wollen wir nicht. Jetzt, Ich sprinte mal ausnahmsweise nicht hier runter jetzt, nach dem kleinen Hopserchen gerade. Ja, das mit den Spinnen. Und irgendwo hatte ich auch mal gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt nur wirklich stimmt. Oder ob das bogus ist, oder was weiß ich. Dass man im Laufe seines Lebens im Schlaf irgendwie... Habe ich jetzt die Zahl auch gar nicht mehr. Irgendwie 30 oder so? Oder 40 Spinnen isst? Naja, gut. Ich will euch ja jetzt hier nicht ekeln. Ne, ist ein Zombie-Spiel, da wollen wir nicht über Spinnen reden. Aber wir wollen über die Ausdauer reden, die schon wieder leer ist. Das ist ein Skandal, ist das. Komm, wir trinken Tee. Wir haben noch eine ordentliche Portion Tee in der Kiste zu Hause. Können wir mal einen trinken hier zwischendurch. Auch wenn wir gar nicht so durstig waren, dass wir den ganzen Tee gebraucht hätten. Aber wir brauchten die Ausdauer. Und alles. Und pipapo. Und wir haben auch gar nicht so viel. Also ich bin ein bisschen erstaunt gerade. Wir sind ja Tag 11. Haben erst in Anführungsstrichen zwei Tode auf der Uhr. Und gerade mal 104 Wellness. Das stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Genauso wie der leere Platz auf meinem Gürtel. Da wollen wir eine Pickaxe gehört. Das ist Potassium, ne? Es ist Potassium. Wir wollen aber Gravel.
Wir greveln uns hier rein. Wie viel brauchen wir? Ich habe mir das einmal überlegt, neulich. Und habe es natürlich wieder volles Pfund vergessen. Tja, dann graveln wir halt einfach. Ich glaube aber mindestens mehr als einen Stack. Wir machen derweil noch ein paar kurze Metallrohre. Die Short Iron Pipes. Obwohl, Metall ist falsch übersetzt. Ich sage immer Metall, dabei ist es Eisen. Metall gibt es ja hier noch viel mehr. Also viel mehr Blei. Und Brass. Aber Brass ist ja eigentlich kein anständiges Metall, oder? Das ist doch eine Legierung. Naja, aber wollen wir jetzt hier nicht keine Haare spalten? Sondern lieber den Gravelhaufen unter uns. Jawohl, genau so. Boah, das hat Ausdauer. Ja, ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass unser geringer... Das war eine Menge Gewurstel jetzt für nichts. Einfach ignorieren. Vom vielen Kaffee trinken kommt. Aber naja, wir sind jung und brauchen die Ausdauer. Das ist die große Frage. Wenn ich mich mal zurückhalten würde mit dem Kaffee trinken, weil der kostet ja jedes Mal 0,1 Wellness, hätten wir dann schon so viel Wellness, dass ich gar nicht mehr so oft Kaffee trinken müsste. Wo ist denn hier? Ich hab doch hier hingefackelt. Ja, nehmen wir doch die. Zack. Und weiter, der nächste Gravel Flag. Aha. Ich muss mir wirklich mal wieder angewöhnen, Woodframes mitzunehmen. Durch. Oh, was? Oh, mach mir doch nicht so einen Schreck. Ein kleiner Stein, wie süß. Jetzt sprinte ich hier durch die Höhle. Und wenn es was zum Buddeln gibt, haben wir wieder keine Ausdauer mehr. Aha. Huch, hallo. Hochinteressante Höhle. Boah, das muss im echten Leben, muss das so wehtun in den Ohren, wenn du in so einer Höhle deine Pistole abschießt. Das muss ja hallen und knallen und pipapo. So, was haben wir hier? Ist das Kohle? Das ist Kohle. Und hier ist Eisen. Potassium, noch mehr Kohle. Und noch ein bisschen Kohle sammeln. Komm, wir sammeln noch ein bisschen Kohle. Nein, wir hören jetzt auf mit dem Schmarrn. Wir sind hier für den Gravel. Wir wollen endlich weiterbauen. Jedes Mal gehe ich in die Mine und will Gravel sammeln. Und dann, oh, guck mal hier, guck mal da. Guck mal auch nach Afrika. Das geht so nicht weiter. Jetzt gibt es hier keinen Gravel. Gut, dass wir einen Kaffee getrunken haben. Da, Gravel. Ah. Aus einem sehr steilen Loch. Das ist gut, da wollen wir eh nicht lang. Können wir einfach abgraveln. So, und ich mache immer, weil es ja so viel Gravel gibt, haue ich immer direkt unten alles weg und lasse es runterfallen. Machen wir jetzt anders, dann müssen wir nicht wieder Gravelflecken suchen. So, fällt, ein bisschen fällt natürlich runter, ein bisschen Schwund ist immer. Zack, jetzt wäre hier fast noch reingelaufen in den Gravel-Einsturz. Huch, da ist aber noch ganz schön viel oben drüber dann. Da ist die Ausdauer schon wieder leer, trotz Kaffee. Wir fackeln mal hier hin. Zack. Und dann buddeln wir weiter. Ah, wobei mir gerade einfällt, unsere Iron Pipes müssten fertig sein. Sind sie. Haben wir noch Metal Strips? Nee, haben wir nicht. Wir machen uns mal 30 zuerst. So. Dann machen wir noch einmal schnell die Ausdauer leer. Oh, da ist der Kaffee auch schon wieder weg. Tja, jetzt, ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig, weil mir ist das echt aufgefallen. Ich habe nochmal eine Runde gemacht, irgendwie mit jemand anders. Und da war ich, Tag 3, hatte ich 120 Wellness.
Gut, da bin ich auch nicht gestorben, dann wäre ich auch wieder bei 100 gewesen, aber 2 Tode, Tag 11, da ist mir 104 Wellness echt zu wenig. Vielleicht sollte ich mich öfter hauen lassen und Dings essen dann. Wir haben jetzt einen Beaker. Wir haben jetzt einen Beaker, Leute. Fällt mir jetzt gerade so ein. Endlich. Dann kann ich nämlich... Dann kann ich nämlich... haben wir noch Potassium? Haben wir noch. Hier, Antibiotics kochen. Wir haben ja Antibiotics. Ja. Ich weiß jetzt halt aus dem Kopf nicht, wie viele wir haben. Aber die machen halt ordentlich Wellness. Was wollten wir bauen? Rebar. 46 reicht ja wieder vorne und hinten. Ich müssen wir den anderen halben auch noch. Und dann... Wir haben 63 plus 2 mal 46 ist 120. 3 im Sinn. Reicht immer noch nicht, wa? Aber ist egal. Mit denen können wir erstmal bauen. So, jetzt ist hier leer. Jetzt habe ich da oben die Fackel gelassen, ne? Wir dürfen nicht so... Was ist Nil? Kann noch Gravel? Ist Stein. Ist egal. Wir haben noch genug... Noch haben wir genug Fackeln. Können wir uns das erlauben, hier und da eine stehen zu lassen? Dann wissen wir, ha, da waren wir schon. Vielleicht auch nicht das Dümmste auf der Welt. Not the dumbest. Apropos, dann wissen wir, da waren wir schon. Von hier kamen wir, ne? Dann wollen wir da auch wieder lang. Ach, er schon wieder. Jedes Mal das Gleiche. Hat uns aber, entdeckt uns nicht. Der... Wird uns nur riechen. Ach genau, von da kommen wir, da werden wir wieder hochkommen. Okay, okay, okay. Ah genau, genau. Hier ist Gravel auf dem Fußboden. Und an der Wand. Dann packen wir hin. Und bauen das ab. Ah, da hinten ist schon wieder eine große Höhle. Die möchte ich mir natürlich auch angucken, ne? So. Erstmal hier unter dem Stein alles wegmachen, schön. Unter dem Stein. Also weg, der Stein. Einfach runtergefallen. Und verschwunden. Tja, der größte Zauber der Welt. Ja. Fantastische Finn. Lässt riesige Steine einfach so verschwinden, indem er Gravel drunter weghaut. Ohne Netz und doppelten Boden. Ja, ja. So mache ich das. Ich kann auch Kartentricks übrigens, aber nicht viele und keine guten. Und nicht auch schlecht. Das Krasse ist, also finde ich persönlich bei Kartentricks, wenn man die eine Weile übt, dann gehen die ziemlich gut, leicht von der Hand, sehen gut aus. Aber wenn man die dann eine Weile nicht mehr macht, stellt man sie ein bisschen doof an auch. Oder nicht? Sagt doch auch mal. Macht ihr auch Kartentricks? Könnt ihr zaubern? Einer meiner Freunde aus der Oberschule damals, der hat, der hat auch so einen Zauberkasten und der hat das aber auch richtig gut gemacht, ne? Ich glaube, das sind zu viele Pipes sonst, wenn wir das jetzt auf einen Schlag machen. Der hat das richtig gut gemacht. Der hat auch dann bei der... Jetzt lasst mich nichts Falsches erzählen. Silberhochzeit? Silberhochzeit von meiner Tante. Hat er auch gezaubert als Auftritt, ne? Und das war cool. Die Leute haben ihn gefeiert. Wie alt war der Mann? Der Mann, sage ich schon. Der war vielleicht 13 oder so. Das war richtig supi. Er war auch flinke Finger. Flinke Finger. Ja, so war das damals. Das war cool. So, wieso rede ich jetzt hier über Zaubern in der Oberschule? Achso, weil ich den Stein weggezaubert habe, ja. Ja. Heutzutage zaubere ich nur noch Essen und Trinken in rauen Mengen weg. Apropos rauen Mengen. Das ist ja ein riesiger Gravel-Fleck hier. Oh, das reicht, glaube ich, aber jetzt auch erstmal an Gravel. Damit kommen wir eine Weile, behaupte ich. Ah, wir nehmen noch ein bisschen mit. Sonst stehen wir morgen wieder hier. Ich muss nochmal Gravel holen gehen. Habt ihr Lust? Ist das schon wieder Potassium hier? Das ist Potassium, ne? Nicht so schlecht, nicht so schlecht. Aber, boah, was macht man mit so viel Potassium, Leute? Sagt mal. Dafür, dass man Moldy Bread nicht selber herstellen kann. Man sollte eine Fensterbank craften können. Und wenn man dann Maisbrot nimmt,
Oder die Old Champ Sandwiches. Dann kann man die auf diese Fensterbank legen. In die Sonne. Und einen Ingame-Tag später hat man dann Moldy Bread. Das wäre doch gut. Was? Press what? Press E to was? Stand da gerade Press. Achso, meine Torch hier. Was? Na, ist doch egal. So, jetzt habe ich ein riesen Loch in den Boden geschlagen und komme hier nicht. Doch, komme ich. Ah, wir gucken aber, bevor wir jetzt gehen. Bevor wir jetzt gehen, gucken wir noch in diese große Höhle rein. Wasser am Boden, Eisen an der Decke. Eine Gravel-Statue an der Seite, die gar nicht so uninteressant aussieht. Blei. Potassium. Na gut, hauen wir ab. Wie kommen wir jetzt hier? Sowas macht mir immer Spaß. Huch, aber ich will's auch sehen. Aber ich will's auch sehen. So. Und stirb! Oi. Das war mal eine Kettenreaktion. Da ist jetzt nur ein bisschen schade. Für gewöhnlich stört mich das nicht so groß. Aber wenn man jetzt das ganze Gravel hätte einsammeln können, was hier runtergefallen ist gerade, das wäre cool gewesen. Aber sind wir mal ehrlich, so viel Gravel braucht man noch nicht. Wir brauchen jetzt ein bisschen was für unsere Wand. Und dann brauchen wir auch keins mehr. Also ich meine, im Obergeschoss brauchen wir nicht aus Concrete bauen. Weil, ne, aus Gründen. Und die Mauer wird auch aus Cobblestone. Gut, da brauchen wir auch ein bisschen Gravel, aber nicht so furchtbar viel. Sind jetzt Frames runtergefallen? Nein. Also, ist jetzt nichts. Und Gravel gibt's ja auch überall. Jetzt nicht sowas Spezielles. Warte mal. Ich fand den Höhlengang da gerade eigentlich. Ach, egal. Was soll das? Gucken wir jedes Mal eine andere Höhle. Ist doch auch viel spannender. Als wenn wir immer wieder in die gleiche Höhle gehen. Gut, ich meine, es artet dann jedes Mal wieder aus. Ich denke, oh, guck mal da. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal da. Dann denke ich, oh, guck mal da. Musst du dir merken. Und geh nie wieder in diese Höhle rein. Ah, nicht im Kopf. Genatzt. Hat ihn. Hab ich den Hund gehört? Ich hoffe nicht. So. Warum nehme ich jetzt den Tee mit? Das ist eine sehr gute Frage, Leute. Einfach, weil ich es kann. Weil ich auf dem Nachhauseweg bin und noch Platz im Gepäck habe, nehme ich hier Tee mit. Wie viel Pistolenmuni haben wir noch? 400 Schuss. Sehr gut. Ah, ich überlege immer und muss immer einmal mehr gucken, als ich möchte. Habe ich noch genug? Brauche ich noch? Nicht, dass uns die ausgeht hier, Tag 14. Nacht 14. Wann auch immer. Ach, apropos, Tag 14, Nacht 14. Ich habe auch weiter darüber nachgedacht, wie wir verfahren, schwierigkeitsgradmäßig. Und ihr habt ja auch schon geschrieben. Ich glaube, wir stellen den Schwierigkeitsgrad nicht hoch. Also den reinen Zahl-Schwierigkeitsgrad. Sondern wir werden eventuell, ich werde das mal ein bisschen auch privat noch ausprobieren. Wir werden eventuell einfach auf Always Run stellen. Weil das Ding ist, ich spiele jetzt auch auf... Torment 6 wollte ich gerade sagen. Diablo verblödet. Oh, ich muss die Fackel weglegen, das ist mir zu hell. Auf Torment 6 irgendwie und es ist halt... Ja, spannend ist was anderes, wenn ich ehrlich bin. Es ist halt einfach... Es dauert länger, die Jungs zu verkloppen, beziehungsweise abzuschießen. Und die hauen Dollar zu, ja. Aber das ändert nichts daran, dass man für gewöhnlich Zeit und Muße hat, die abzuschießen, bevor sie gefährlich werden. Wenn man sie nicht doof anstellt. Das mache ich zum Glück zur Genüge manchmal,
Aber muss ich sagen, auch im Multiplayer schlimmer als hier mit euch. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ach man, ich gucke aber so gerne zu, wenn Leute so richtig schön scheiße sind. Ich nicht. Also manchen gucke ich bei manchen Sachen wirklich sehr, sehr gerne zu, wenn die sich doof anstellen, aber insgesamt finde ich, nee. Also ich stelle mich hier sicherlich auch oft genug noch doof genug an, dass ihr sagen könnt, Alter, aber nicht so doof wie im Multiplayer. Das kann ich euch sagen, da habe ich Tode zu verzeichnen, wo ich denke, meine Güte, ey. So, achso, Empty Can. So, da ist das leere Lagerfeuer, BAK rein und dann müssten wir hier 7 Moldi Brett. Sehr, sehr gut. Andersrum. So, dann können wir einmal Potassium verwursten. Nee, das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Ich wollte jetzt mir gerade das Moldi Brett ins Gesicht schieben. Dabei... I. Ja, sage ich I. Oh, 12 Minuten 30. Ah, wir haben mal Kohle. Zack. Dabei wollte ich mir ein Antibiotikum genehmigen. Einfach, ne? Zack, bisschen was für die Wellness. Jom, 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 jom. Da geht sie instant hoch. Die Wellness. So, leere Gläser. Ach, wir müssen auch mal, wir haben genug Eisen eigentlich. Könnte ich mich auch mal darum kümmern, dass wir hier mal ein Wasser anlegen. Ein Tröpfchen, was zum Trinken. So, zwei im Sinn. Splints haben wir dabei. Es ist großartig gerade, dass wir uns noch nichts getan haben. Da, die wollte ich weglegen. Und dann wollen wir noch einmal kurz ein bisschen Holz fällen. Weil wir brauchen natürlich auch für unseren... Ah, siehst du? Das wollte ich jetzt auch. Das mache ich jetzt als erstes, bevor ich es wieder vergesse. Nee, mal nicht, weil ich habe den Hammer nicht dabei. Supi. Seht ihr, so geht's los. Ich weiß noch, als wir losgegangen sind, letztes Mal, weiß ich nicht genau, habe ich gesagt, ach komm, den Hammer, den lege ich so ungern weg, aber der eine Gepäckplatz, komm, wir legen den weg. Und jetzt stehe ich hier, möchte meinen Hammer benutzen und habe ihn nicht dabei. Vielen Dank, Herr YouTube. Dankeschön. Anstand einfach... Huch! Oh, oh. Jetzt habe ich ein bisschen gekleckert. Hm. Naja. Stört's euch? Stört euch der Fleck jetzt hier? Nee, nee, gut. No, sonst gehe ich ihn schnell auswaschen. Wie viel Holz habe ich denn jetzt geholt? Sag doch mal. 24. Das tut's. Das tut's. So, kommt, wir Samen hier hin. Zack, zack, zack. So, haben wir Holz, haben wir Dings. Ist ja ein bisschen nass auch jetzt. Hm, ja. Gut, dass ihr das nicht sehen könnt. So. Der Finn hat eingepullert. Wird sonst heißen. Ja. Nee, so, da sitzt der Fleck nicht, aber. Naja. Kümmere ich mich gleich drum, ist ja auch schon... Oh, ist schon Zeit wieder so langsam. Ja, ja, Kinder, wir machen hier noch, machen wir hier noch. Und dann ist aber Bettchen jetzt gleich mal. Morgen wieder früh aufstehen, Leute. Ich glaube, ich spinne. Sitzt ihr hier noch und macht YouTube, ey. Ja, kennt ihr das? Also, kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr jetzt hier sitzt und YouTube macht. Aber ich darf damit nicht anfangen. Also, wenn ich denke so, ach Mensch, ja, in einem Stündchen ins Bett gehen, nochmal schnell ein, zwei Videos gucken auf YouTube hier, zwei, drei Kleinigkeiten, so ein bisschen was Amüsantes, weil jetzt ist noch zu früh zum Schlafen, ich bin noch gar nicht müde, Mami. Und dann machst du YouTube und dann, ach guck mal hier und da das nächste verlinkte Video und dann, ach Mensch, da fällt mir ein und dann zack und zack geht die Sonne wieder auf und du denkst, YouTube, Alter, hast du mir aber jetzt ganz schön das Leben geklaut, du Arsch, du Penner. Wollen wir direkt? Wir machen direkt und dann kann ich nämlich... Ja, genau, genau, genau. Ich habe ja durchgezählt, wie viele Rebar-Frames wir insgesamt noch brauchen, aber ich habe es wieder vergessen. Also waren etwas über 200 oder was. Wir hatten dann aber schon welche und dann wusste ich nicht mehr und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr. Das machen wir hier einfach hin. Die Rahmen. Und dann...
Und dann sehen wir, wie viele wir noch brauchen. Und dann gehen wir aus unserer Forge Eisen holen. Und dann gucken wir, wie viele wir noch machen müssen und warum der hier so komisch steht. Und nehmen die Fackel hier wieder ab. Auch wenn ich die Fackeln eigentlich ganz gerne mag draußen. Aber die kommen dann in die äußere Wand. So machen wir das. So. Gibt es her. Zack, zack. Und zack. Na, hat es. Oh, das ist doch schon vielversprechend. Das sieht doch schon ganz vernünftig aus. Da kommen wir bald weit genug. Da kann ich jetzt gleich nochmal durchzählen, wie viele uns dann fehlen, wenn wir hier alles gelegt haben. Und dann kann ich das genau berechnen und toll machen, und dann haben wir gar keine übrig. Das ist doch cool. Also, ich mag sowas immer. Weiß nicht, wie es euch geht. Hier, fünf haben wir noch. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. So, und jetzt brauchen wir unsere Fackeln. Gib sie her. So, das sind zwei, vier, zehn, elf. 11 plus 3 ist 14. Nochmal plus 3 ist 17. Plus 2 ist 19. 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Frames noch. 28 mal 4 sind 80, 112 Rohre. Drei Rohre kriegt man aus einem Dings. 112 durch 3 ist eine ganz schön große Zahl. Das ist 30. Knapp 40. 40 knapp 50. Nee, knapp 40. Knapp 40. Und zwar 38, genau. Ist gelogen. 37. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das wird mir jetzt zu peinlich hier, meine Rechnererei. Hier, wir haben genug Eisen. Außerdem brauchen wir eh noch, außerdem brauchen wir eh noch Iron Bars wie die Bekloppten für die Fenster dann. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play 7 Days to Die. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Tschüssli Müsli.